Diese Friedhofs-Cycle-Neuheit ist absolut unerwartet in den Top 10 der ganzen Welt. Warum das Deck so gut funktioniert und welche Kniffe es gibt, siehst du jetzt. Sag gerne Creator Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop ein. Immer mehr von euch machen das. Kurs geht raus und wir gehen rein. Partie Nummer 1 gegen diesen Kollegen aus den Elixir Elites. Und wir haben es hier mit einem Graveyard-Deck zu tun, das man so in der aktuellen Meta eigentlich überhaupt gar nicht sehen würde. Weil hier haben wir aktuell ultra viel Dolche erzogen. Auch wir spielen die Dolche erzogen und daraus ergibt sich natürlich ein unfassbarer Vorteil für Beatdown-Decks. Da der Miner aber nicht funktioniert, hat hier Sosa, der deutsche Pro, der damit auf Platz 6 der Welt ist, beziehungsweise war, einfach mal den Friedhof reingepackt. Er hat den Friedhof reingepackt und schon haben wir ein fast schon perfektes Graveyard-Cycle-Deck, wo du einfach sonst den Miner gespielt hättest, jetzt aber eben hier den Graveyard drin ist. Wir werden natürlich direkt hier einmal das Ganze wieder poisonen. Poison-Cycle geht bei diesem Deck genauso gut wie anderswo und natürlich werden wir gleich auch versuchen, entsprechend die Minen... Ach nein. Also Kollege Schnürschuh! Und hier werden wir bereits wieder keine Freunde mehr, okay? Hier sind der Kollege und ich schon wieder keine Freunde. Er versucht natürlich, das Ganze jetzt irgendwie loszuwerden. Ja, kriegt das auch einigermaßen hin. Wir setzen nochmal diesen Eisgeist ein, damit der nochmal ein bisschen wegtankt. Wir kriegen ein bisschen Expo-Schaden, aber Welt ist in Ordnung. Denn wir kriegen Expo-Schaden. Der Gegner, der hat einen geistigen Schaden. Das ist ein großer Unterschied, ja? Den darf man nicht außer Acht lassen. Kollege, japanische Zeichen aus den Elixir-Elites, spielt jetzt hier Crackerin Graveyard. Crackerin X-Boom. Und damit macht er sich wirklich in einer rekordverdächtigen Art und Weise beim Spin unbeliebt. Denn was der gerade spielt, das geht hier auf keine Kuhhaut. Wir machen das Ganze direkt so. Wir werden natürlich jetzt erstmal warten und schauen, was der Gegner dagegen macht. Wir erkennen, er macht nicht sonderbar viel. Seine Dagger Duchess hat Glück, dass sie die ganzen Shots eben rauskommt, bevor der Ritter wieder läuft. Und der Gegner ist aktuell in einem Schadensstarter und ihr seht, er spielt auch einfach mal völlig ohne Sinn und Verstand den Poison. Wir gehen einmal so rein. Warum machen wir das? Weil wir es können. Der Gegner hat eh nur Crackerin. Der Gegner hat keine Bogenschützin. Das ist gut für uns. Das heißt, wir machen hier vielleicht ein bisschen Schaden, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist okay. Er muss nochmal ein Spirit einsetzen. Das passt. Und jetzt hat der Gegner ohne Probleme. Warum? Der Gegner muss sich jetzt der Tatsache stellen, dass hier einfach mal der elegante Elegantitäts-Evolutionsmortar reinkommt und der Gegner mit seinem X-Bogen leider nicht in Range dafür ist. Spielen jetzt hier also den Eis Geist rein, um natürlich jetzt nochmal einen richtig eleganten Turm. Wo war der rausgezwirbelte Turmhit? Das frage ich mich gerade. Nach meiner Recherche hätte hier ein rausgezwirbelter Turmhit rausgezwirbelt werden sollen, aber irgendwie nicht. Schade, Schokolade. Bringen jetzt den Poison rein und erkennen, dass der Gegner natürlich im Grunde nicht wirklich viel anders machen kann als wir. Er muss auch die ganze Zeit Gebäude spammen. Er muss dann auch im Endeffekt irgendwie versuchen, mit Poison Cycle durchzukommen. Das Geile ist aber, der Gegner glaubt noch daran, dass er mich jetzt irgendwie mit X-Bogen outcyclen kann. Ne? Der hat dann noch einen richtigen Glauben dran. Er denkt sich, ja, das ist es. Jetzt poisont der hier wieder. Ja, auch natürlich sehr, sehr smart. Aber wir haben natürlich hier wieder einmal unsere nächste Offensive am Start. Und wir haben vor allen Dingen jetzt den nächsten Evolutionsmotor, Freunde. Und der wird auf diese ganz andere Art und Weise reinschallern, wenn wir ihn dann gleich mal spielen können. Das Ganze erstmal. Und ihr seht, wir sind noch nicht wirklich vorne, aber das Geile ist, das Blatt wendet sich, denn der Gegner muss immer wieder Sachen reinspielen. Jetzt spielt er hier seinen nächsten Pissbogen rein, der ist natürlich auch wieder zu nichts zu gebrauchen. Können hier jetzt relativ entspannt einmal poisonen, damit vielleicht unser Turm nicht komplett getötet wird. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Ah, und da ist der X-Bogen auch direkt am Turm. Ist aber gar kein Problem, denn wir haben unseren Poison gemisst, der X-Bogen war dran, aber wir haben jetzt natürlich unseren nächsten Minischen, den wir einfach direkt mal einsetzen werden. Und jetzt können wir hier natürlich mit dem Friedischen reingehen. Der Minische und der Friedische, die verstehen sich beide extrem gut. Wir werden jetzt hier natürlich einmal den Poison des Gegners fressen, aber das Geile ist, wir haben ungefähr unseren 27,5. Evo-Ritter am Start, der uns hier doch hoffnungsvollerweise irgendwie dieses Game noch retten wird. Ich sag mal so, dass der Gegner jetzt hier wirklich X-Bogen mit Poison spielt, ist wirklich die Neuauflage der Pest. Es ist Wahnspin, was hier passiert, aber wir akzeptieren natürlich auch hier wieder unsere entsprechenden Checksäle. Wir werden jetzt hier Rittern und natürlich Poison auf seine mögliche Crackerin. Crackerin kommt nicht dort rein, wo wir sie expecten würden. Jetzt ist aber sehr interessant, dass der Gegner hier wirklich denkt, er könne jetzt irgendwie mit X-Bögen durchkommen. Das wird er aber nicht machen, weil ihr seht, jetzt kommen wir hier erstmal ran mit unserem ganzen Lachs, haben jetzt theoretisch den nächsten Mortar. Und wir sind im Schadensvorteil, wenn wir den Gegner outpoisonen. Kollege Schnürschuh, an deiner Stelle würde ich mir jetzt mal arge Gedanken machen zum weiteren Verlauf dieser Partie, okay? Hier gibt es jetzt einmal schön natürlich die hochgestapelten Hochstapler-Bogenschützen rein. Dann machen wir das Ganze natürlich jetzt einmal so, um eben schön dafür zu sorgen, dass wir hier im Optimalfall nicht den X-Bogen am Turm fressen. Und was machen wir natürlich auch? Richtig, wir cyclen einfach Poisons. Hier, meine lieben Damen und Herren, wird der Spieß umgedreht, okay? Der Gegner denkt, er kommt hier mit X-Bogen durch. Pustekuchen. Du kannst es dir schenken. Und wisst ihr, was das vor allen Dingen gibt? Es gibt natürlich den BM, ja? Der Gegner
dachte jetzt hier irgendwie, er macht irgendwas. Aber nein, du bist ein X-Bogenknecht, okay? Und ich lasse den X-Bogen brennen und ich hoffe tatsächlich, dass du auch in der Clash Royale-Hölle beziehungsweise in der Account da natürlich auch brennen wirst, Großer. Prinz Thomas aus der Treffle Academy und dieser Mann spielt... Oh, guckt euch das doch an, Prinz Thomas, wirklich. Ich hab dich sehr, sehr gerne, aber... Es gibt eine Sache, über die müssen wir sprechen. Du spielst den elektronischen Riesen und vor allen Dingen spielst du den kanonischen hier. Er spielt den Kanonenmann und der Kanonenmann wird so dermaßen unter die Räder kommen, Freunde. Das könnt ihr euch kaum ausdenken. Wir haben jetzt hier einen E-Giant-Gegner. Prinz Thomas spielt nur E-Giants. Sein Leben lang hat er gemacht, bevor er die Karte rausgekommen ist. Da, keine Ahnung, hat er irgendwie Giant oder sowas gespielt. Jetzt kommt der E-Giant aufs Feld, Freunde. Und jetzt wird es direkt für diesen Gegner mal richtig, richtig knusprig, okay? Jetzt wird es knusprig. Er hat den E-Giant, er spielt gegen Morta Cycle. Wie zur absoluten Hölle möchte er durchkommen? Prinz Thomas, du bist der Prinz. Wie willst du mir eigentlich erzählen, dass du jetzt dieses Game noch irgendwie gewinnst? Ja, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig für dich. Ich glaube, wir haben gerade eine Affäre im Königshaus. Prinz Thomas möchte natürlich jetzt irgendwie versuchen, das Game zu gewinnen. Klar, braucht da jetzt aber erstmal einen Bowler. Oder aber die Sparfuchs-Variante. Er entscheidet sich für das barbarische Barrel. Prinz Thomas... Weiß oder weiß es nicht, ist eigentlich völlig egal. Er kann so oder so dagegen kaum was tun, dass wir den Minenwerfer in der Evolution bereits jetzt freigeschaltet haben. Und genau dieser Kollege, ja, der könnte Prinz Thomas jetzt hier ans Limit bringen. Ja? Die Kanone kommt rein, Kanone ist jetzt da, ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Kanone jetzt hier etwas auseinandergenommen wird. Und Prinz Thomas muss jetzt bereits diverse Insolvenzanträge stellen, okay? Merkt ihr das? Der Kollege wird jetzt noch einen Bomber reinbringen müssen. Ja, der Bomber kommt auch. Ich hoffe, der Bomber wird nochmal fokussiert. Es wäre natürlich auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Trotzdem muss Prinz Thomas sich jetzt noch irgendwie diesem Ritter stellen. Das Problem ist, Prinz Thomas hat jetzt einen Tornado. Und ich bin kein Fan davon. Deswegen gehen wir instant rein wie ein Geisterkranke, um zu verhindern, dass Prinz Thomas uns jetzt mit dem Nado die Ehre nimmt. Aber Prinz Thomas tunnelt sich selber. Das ist eine Finte in die Übersteiger. Hackespitze 1-2 und der Ball landet im eigenen Tor. Der kleine Prinz, das größte Falschgeld von den Organisationen. Bezahlt, Freunde, so wie der Schiedsrichter gegen den FC Bayern München, als das Handspiel nicht gepfiffen wurde. Er ist scheppert aus allen Ecken und Enden. Was aber auch scheppert, ist die Tatsache, dass jetzt Prinz Thomas irgendwie hier gerade einen absolut wilden Tornado reinspielt und dass sich natürlich hier jetzt eine eklatante Schwäche meines Decks offenbart. Nämlich die Tatsache, dass ich irgendwie gegen seinen ganzen Spam gerade, sagen wir mal, nicht so viel gehabt habe. Aber Welt ist immer noch in Ordnung. Ihr müsst euch immer noch merken, Papa Spin hat den friedischen Hof. Und der friedische Hof könnte gegen Prinz Thomas die absolute Currywurst mimen, okay? Wir poisonen das Ganze jetzt. Sind natürlich einmal entsprechend aggressiv. Jetzt kriegen wir hier natürlich die codischen Connections, ne? Die durch Creator Corp X-Men entstehenden Friedhofsklette am Turm. Und bei Prinz Thomas gibt es jetzt tatsächlich nur noch relativ wenige Auswege. Er muss sich jetzt irgendetwas hier überlegen, ne? Irgendeinen Schnack muss er jetzt hier machen. Das Problem ist halt einfach die Tatsache, dass der nächste Morta gleich beim Spin wieder am Start ist. Das Einzige, was mich jetzt hier tatsächlich köpfen könnte, ist dieser lustige Evolutionsbomber. Aber wir haben natürlich jetzt hier den nächsten Giftzauber und ich habe jetzt einfach eine Hoffnung. Ich spiele das Ganze jetzt wirklich riskant, ja? Okay, ich spiele jetzt wirklich hier alles auf Risiko. Machen das so, zack. Loggen einmal und damit sollte das Game durch sein. Und wir hätten noch fast gegen den evolutionären Bomber verloren, aber eben nur fast. Was macht Henry hier? Henry eröffnet das Spiel, indem er direkt einmal den Ball lang nach vorne schlägt. Es kommt ein langer Hafer und irgendwie hat das Ganze keinen Effekt. Und das zeigt so ein bisschen, dass das die erste und wahrscheinlich aber nicht die letzte Verzweiflungstat von Kollege Henry sein wird. Kollege Henry spielt den elektronischen Magier. Henry hat viel vor. Henry hegt starke Ambitionen innerhalb dieses Matches. Henry muss jetzt hier jedoch sich wieder irgendwas überlegen und er überlegt sich Fledermäuse. Das bedeutet auch, dass er sich gleichzeitig überlegt, mal einen frechen Hit zu kassieren. Und ich habe so das Gefühl, meine Freunde, ich habe das Gefühl, dass Henry mit dem, was er macht hier, nicht glücklich wird, okay? Er wird damit nicht glücklich. Wir setzen einmal hier den Eisgast rein, zack, let's go. Und jetzt schauen wir mal, was der Gegner hier gegen macht und wir sehen tatsächlich, dass er eine Banditen spielt, die das Ganze irgendwie auch gut abwehrt. Die Banditen ist heute offenbar eine absolute Multitasking, Multitasking-Koryphäe. Wir spielen das Lock und lassen die Banditen dadurch natürlich nicht connecten. Wir haben bisher noch keinen großen Schaden kassiert, aber wir sind online. Wir machen das so. Jetzt gibt es hier natürlich die Skelette rein, klar.
Thierry Henry, der Allerechte, unser Gegner, ja, muss sich jetzt natürlich hier tatsächlich dem Problem stellen, dass er diesen Evolutionsmorter irgendwie nicht so leicht vom Turm wegbekommt. Der ist erstmal da und man könnte sagen, es entsteht jetzt hier eine gewisse Symbiose. Jetzt entsteht aber auch eine Sache, und zwar die Tatsache, dass ich hier einen dicken, fetten Poison rein smacken muss, der mir jetzt persönlich nicht so schmeckt. Wir setzen nochmal die Skelette ein. Jetzt haut der Kollege sogar die Pfeile drauf. Und hier erkennt man natürlich auch wieder die Schwachstelle der Dagger Duchess. Hätte ich jetzt damit gerechnet, dass er den Mortar, dass er den Mega-Ritter davor spült und der direkt alles wegjumpt, da hätte ich das natürlich anders gespielt. Aber habe ich nicht, deswegen kriegen wir auf die Fresse. Ist aber okay. Weil jetzt, wo ich das weiß und im doppelten Elixier-Modus, also in der doppelten Elixier-Phase, werden wir dieses Game bestimmt noch gewinnen. Jetzt fragt mich bitte einfach nicht. Fragt mich nicht, warum der Gegner jetzt hier ausgerechnet denkt, er wäre jetzt der Schlauste im Ozean, wenn er irgendwie den Evolutionsmorter hätte. Den Evolutionsmorter sage ich schon, wenn er den Evolutionssepp hat. Ein Gönjamin! Ein Gönjamin am Turme! Mein Bester! Wir beide unterhalten uns. Wir beide haben jetzt ein Fußballspiel, okay? Wir sind jetzt online. Wir sind online, ja. Henry und ich habe bisschen gestrobelt, klar. Bisschen Reinstrubelung war da dabei, aber ich bin online. Wir sind wieder da, okay? Wir sind back wie Rücken. Wir spielen hier Eisgeist rein. Der Gegner muss jetzt hier noch irgendwas reinspielen. Es führt kein Weg daran vorbei, dass jetzt hier Bats oder ein Evos kommen. Der eisige Geist ist aber am Turm dran. Eiskalt ist er dran. Und jetzt hat der Gegner ein Problem. Er muss nämlich irgendwie seinen horgischen Reiter durchsneaken. Ich blockiere ihn aber einfach an der Brücke und sorge damit natürlich dafür, dass der Gegner jetzt hier zwar gute Pfeile rausbekommt, jedoch nur eine Bogenschützen trifft. Also waren die auch eher tatsächlich Harry Potter und der Halbgutprinz. Und jetzt bringt der Gegner hier eine sehr interessante Banditin, welche aber leider auch wieder nichts bringt. Und damit kommt der Poison rein und damit sollte das Game eigentlich durch sein, wenn ich jetzt hier nicht mich tatsächlich gigantisch verkalkuliert habe. Wir loggen das Ganze einmal, zack, und damit ist ja glücklicherweise das Game auch kaum knapp gewesen. Eis aus Long... Ah ja, interessanter Klarname. Wir spielen einmal direkt den Minenwerfer rein. Und nun fragt man sich an allen Ecken und Enden, was will der Gegner mit dem Golden Knight machen? Evo-Bomber, Goldener Ritter, Blitz, Nado-Bahnfass. Och nein, schon wieder ein Opfer des Kultes der elektronischen Riesen. Also ich muss wirklich sagen, das ist es nicht. Das ist es nicht, Freunde. Nein, auch der Nado. Auch diesen Tornado müssen wir selbstverständlich noch einmal. Nein, auch der Charge. Eis, ich bitte dich jetzt um Konzentration. Denn es wird kalt. Zieh deine Winterjacke wieder an. Wir haben zwar Frühling, aber in diesem Game könnte es sich durchaus frostig stimmen, so wie der Spin gerade sämtliche Einheiten von dir gerade prädiktiös prediktet. Da kommt ein lustiger Barb, der Gegner denkt, der macht irgendwas, der Barb macht eine Sache, der macht einen guten Eindruck, aber das war's dann auch. Eis. Ich weiß nicht, ob wir das gleiche Game sehen, aber ich sehe einen Minenwerfer am Turm. Und Eis möchte die Situation gerne retten. Ja, er will wirklich, er hat richtig Bock, die Situation zu saven. Ne? Er dachte jetzt gerade, boah. Das ist ja ein richtig geiler Play, ne? So saß er da vom PC. Er dachte, vom Handy. Er dachte gerade wirklich, das ist ein richtig geiler Play. Und jetzt denkt er natürlich auch hier wieder, das, was er da macht, ist ein geiler Play. Das Problem ist, die Synergie aus Evolutionsminenwerfer und Evolutionsritter, die ist beinahe umgeschlagen. Die ist Leverkusen. Wir sind dran. Und der Gegner mit seiner lustigen Dolchherzogin weiß überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist gegen die Kobolde. Er sieht sich da nicht. Eis, mein Bester, ich glaube, deine Zeit ist vorbei, ja? Deine Zeit ist vorbei. Die Polarkappen schmelzen. Ich würde mir an deiner Stelle Gedanken machen, wie du dieses Game jetzt noch gewinnen willst. Und Knäckebrotsaft macht sich hier auch Gedanken und haut 5 Subgifts für die Community raus. Genau da sehe ich dich, großer. Shiro Amaya, Cheetah, Trista, Shingali und Rebellion dürfen sich alle freuen. Einmal bitte eine Herz in den Chat für Knäckebrotsaft. Das ist Ehre. Eis, ich sage dir eine Sache. Das wird heute nichts mehr. Wir können das einpacken. Wir können unsere Koffer packen und nach Hause fliegen, okay? So wie Deutschland bei den letzten 3 internationalen Wettbewerben im Fußball. Packt die Koffer. Nach der Vorrundenphase geht's nach Hause. Dieses Jahr wird es natürlich anders, klar. Aber wir bewegen uns in dem Stile der letzten Jahre noch. Der Gegner ist hier etwas, traditionell veranlagt. Wir haben jetzt hier eine Situation, in der der Gegner noch immer versucht durchzukommen. Das finde ich wirklich krass. Der denkt immer noch, er könnte das Game gewinnen. Ich frage mich, wie oft ich ihn mit meinen Spielzügen noch disrespekten muss, damit er endlich einsieht, dass es für seine mentale Gesundheit besser ist, jetzt einfach mal die Schuhe an Nagel zu hängen. Ja? Einfach mal an die Nagel hängen, großer. Eis? Nein. Du hättest realisieren müssen, schon beim Mortar. Der Mortar war schon die erste Red Flag, okay? Der Mortar war die erste decktechnische Red Flag. Der hättest du schon direkt sagen müssen, komm, ich lass los. Dann erkennst du aber, dass der Spin auch ein guter Spieler ist. Und dann hättest du erst recht geben müssen. Jetzt hast du gerade 3 Minuten verschwendet, um vom Spin auf die Schnauze zu bekommen. Sopo aus Arena BG. Er hat Bock. Ich sehe, er hat Bock.
Sein BG steht für Bock grandios. Mega-Ritter kommt rein, ohne Sinn. Wir machen einmal hier die Bogis und natürlich dann auch gleich den Ritter. Und lassen den Evo-Morter einfach mal verrecken. Also den nicht evolutionierten Morter, ne, klar. Spielen das Ganze einmal so, zack. Dann gibt es natürlich noch den Eisgeist. Jetzt gibt es ein kleines Problemchen bei dieser Angelegenheit. Man könnte es Small Issue nennen. Ich habe durchaus gerade relativ wenig gegen diese Fledermäuse. Die Gegner mit Fledermäusen sind low-key wirklich ernst zu nehmen gegen uns, ne? Wir müssen die Gegner mit Fledermäusen wirklich hier auseinandernehmen. Die Frage ist, bekommen wir das gegen Sopo jetzt hier gescheit hin? Wir setzen den nächsten Minenwerfer rein. Unser Gegner spielt den Fischer und unser Gegner spielt die Crackerin und damit disqualifiziert er sich jetzt schon mal moralisch komplett von diesem Game, okay? Er disqualifiziert sich. Er hat einen technischen Moral-K.O. erlitten, indem er hier die Crackerin gezeigt hat. Weil diese Karte, die will keiner sehen. Die möchte keiner haben. Da ist gar nichts los, okay? Wir spielen jetzt den Ritter rein. Und schauen uns an, was der Gegner dagegen machen wird. Vermutlich kommt dann ein Mega-Ritter oder irgendwas Lustiges vor. Er hat noch einen Phönix. Also sein Deck ist mir bisher wirklich ein absolutes Rätsel. Wir müssen gegen diesen Gegner bis zur doppelten elixianischen Phase warten, bis wir hier irgendeinen Move machen, weil ansonsten kracht's. Da kommt gleich ein MK vor. Das heißt, wir müssen jetzt hier den defensiven Minenwerfer spielen, damit der MK uns nicht komplett aus dem Leben nimmt. Das wäre auf jeden Fall einigermaßen wünschenswert. Hier gibt es mal den Eisgeist. Dieser Eisgeist war tatsächlich genauso geplant. Ich hatte aber nicht gedacht, dass er dann so gut funktionieren würde letzten Endes. Jetzt ist der Ritter da. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, müssen wir ein bisschen auf Risiko gehen. Wir können jetzt... Ne, wir warten einfach. Wir chillen. Wir haben gar keine Kopfschmerzen. Alles Gucci, okay? Alles super. Xopo hat berechtigterweise einen Schadensvorteil, wird das Game aber verlieren. Das ist mein Call. Xopo, du wirst das nicht gewinnen. Du kannst es sehr oft versuchen, aber du wirst nicht gewinnen. Da kommt der nächste Rambock rein. Klar, wie ich losbrühe. Machen das jetzt so, geben hier direkt den Poison rein, weil relativ klar ist, da kommt irgendein Müll vor. Das ist der angesprochene Müll. Das ist auch übrigens die angesprochene Müll-Crackerin, die ich nicht angesprochen hatte, aber die auf jeden Fall angesprochen sich fühlen sollte. Machen das Ganze einmal so, zack, werden jetzt hier schon kiten. Jetzt muss der Gegner hier genauso einen ultra-cringen Feuerball reinhauen. Das Tolle ist bei uns, wir haben einfach die Ritter. Der Ritter kümmert sich natürlich feuchtfröhlich um alle Belange. Dieses Game könnte sehr, sehr schwierig werden. Bin ich ehrlich? Könnte eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit werden. Aber wir sind am Anfang vor etwas Großem, Freunde. Wir geben wieder den Poison einfach rein. Warum? Ja, weil ich Lust drauf habe, weil ich lustig bin. Machen das so, zack, Skelette kommen rein. Und unser Gegner wieder mit einem sehr, sehr interessanten Spielzug. Ja, denkt jetzt hier wieder, er könne irgendwie mit dem Rambock hier auf irgendeine Art und Weise durchkommen. Natürlich gibt es wieder den Poison auf die Crackerin, klar, normal, ne, das soll auch genauso sein. Jetzt kracht es aber leider etwas, weil der Gegner durchaus, sage ich mal, mit dem veganischen Ritter eine Truppe hat, die gar nicht mal so unfassbar bad ist gegen unsere sonstigen Geschichten. Ne? Jetzt gehen wir einfach mal rein mit Graveyard hier. Und jetzt hat der Gegner leider seine evolutionären Fledermäuse, welche mir, ich sage mal, nicht sonderlich schmecken. Ne? Das muss man auf jeden Fall einmal so ganz klar formulieren. Das Schöne ist aber, dass der Spin sich doch dessen bewusst ist, wann er reingehen kann. Ich kenne mein Limit, ja? Ich kenne mein Limit. Der Gegner hat ein Problem. Der Gegner kennt seins nicht. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Der Gegner möchte jetzt gerne natürlich dieses Game in irgendeiner Form gewinnen. Dies und das und Ananas. Aber irgendwie kennt er sein Limit nicht. Er muss seine Kompetenzen kennen. Der Kollege spielt Quartett und denkt, er hat 4 Supertrümpfe. Hat er aber gar nicht. Der liest die Zahlen falsch rum. Spielen hier die Ritter rein. Dann gibt es den Eisgeist. Und Xopo ist am Leiden. Einmal sind wir durchgekommen. Aber dieses eine Mal reicht, okay? Dieses eine Mal ist ausreichend. Der Gegner hat über seine Verhältnisse gelebt und genau das fällt ihm jetzt auf die Füße. Wir werden jetzt mit einer nie dagewesenen Konstanz dieses Game richtig genießbar über die Bühne bringen, Freunde. Ja? Mit einer nie dagewesenen Konstanz. Hier gibt es einen richtig schönen Banger-Poison, hier gibt es richtig schöne Bogenschützen, hier gibt es einen richtig geilen minischen Werfer und natürlich auch noch den Kollegen rein, sowie natürlich auch nochmal ein Log inklusive und auch den nächsten giftigen Zauber. Und nun lässt sich recht leicht erkennen, der Gegner möchte dann doch gerade eher so ein bisschen in die ambitionierte Richtung gehen und hier irgendwie durchkommen. Das Ganze klappt sogar auch relativ okay, aber der Spin ist da hoffentlich doch drauf vorbereitet, oder? Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, gleich noch das Game zu verlieren und dann eine Fresse zu ziehen, weil ich 5 Minuten lang Müll gelabert habe, nur um dann zu verlieren. Deswegen bringen wir hier noch einmal den Kollegen rein, zack, und jetzt erkennen wir, der Gegner möchte uns hier einmal durchcyclen. Ich befürchte jedoch, das wird nicht funktionieren, beziehungsweise hoffe natürlich auch ganz einfach, dass das nicht funktionieren wird. Der Mortar ist tatsächlich nicht am Turm, aber der Feuerball kommt zu spät. Nein, kommt er nicht. Aber Freunde, ihr müsst wissen, eine Sache ist wichtig. Alles, was der Spin macht, ist kalkuliert. Wir sind mit Mathematikern im Hintergrund im Team,
und kriegen jedes Game auf einer kalkulatorischen Kalkulationsbasis hin. Damit 5 Siege in a row. Jeden Gegner besiegt. Alles berechnen natürlich, Freunde. Und wir sammeln ein. Wir nehmen die Glücksbox mit. In der Glücksbox dürfte bei dem Glück, das wir gerade hatten, fairerweise nicht viel drin sein. Wir nehmen den und wir nehmen den. Ja, da ist überhaupt nichts drin. Egal, nehmen wir trotzdem mit. Wenn es dir aber gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Vergiss das Abo nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.